Hallihallo meine lieben Leseritter und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat Juni. Im Juni ist es ein bisschen, ja, ausgeartet, obwohl ich glaube im Gegensatz zu manch anderen habe ich da noch echt wenig. Jedenfalls habe ich hier 11 neue Bücher bei mir zu liegen und ja, ich war ein wenig im Kaufrausch. Ein paar davon sind nicht mal Fantasy. Ich fange mal an mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der das geschrieben hat. Das ist ein ganz dünnes Büchlein und mich hat einfach mal interessiert, was hinter der Geschichte steckt, denn ich höre immer nur davon. Ich kenne die Namen, aber ich kenne die Geschichte nicht. Und ja, ich bin da mal echt drauf gespannt. Stevensons unheimliche Geschichte vom ehrenwerten Dr. Jekyll und seiner Nachtseite, dem furchteinflößenden Mr. Hyde, ist einer der größten Klassiker der Gruselliteratur. Ja, also ob ich mich dann gruseln werde, das erfahrt ihr in irgendeinem Lesemonat. Als nächstes habe ich, könnt ihr das sehen, die Tartarenwüste von Dino Buzzati oder Buzzati. Auf dieses Buch bin ich gekommen über den Kanal Buchgeschichten. Und ich bin froh, dass ich es noch in der Ausgabe bekommen habe, denn alle anderen wollte ich nicht. Ich bin da so ein bisschen stur. Wenn mir eine Ausgabe gefällt, dann möchte ich diese auch haben. Und ja, das Buch ist schon etwas älter. Ich glaube, hier ist auch noch eine Signatur oder eine Widmung mit drin. Das ist von 1998 ist das. Ich lese es mal vor, worum es geht. Dieser meisterliche Roman, der Dino Buzzati den Ruf eines italienischen Kafka einbrachte, erzählt die Geschichte des jungen Leutnant Drogo, der auf ein abgelegenes Fort am Rande einer weißen Steinwüste abkommandiert wird. Ein Tatarenheer aus dem Norden, so lautet das Gerücht, sammelt sich zum Angriff. Doch die Jahre vergehen, ohne dass die mal fieberhaft ersehnte, dann wieder völlig unwahrscheinliche Stunde der Bewährung eintritt. In magischen Bildern von großartiger Eindringlichkeit zeichnet Buzzati ein Leben, das sich in Illusionen verliert, während die ihm zugemessene Zeit unaufhörlich verrinnt. Ja, also ich will immer mal wieder was anderes lesen, weil nur Fantasy ist auf Dauer, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend und da kommen so Bücher zwischendurch immer mal ganz passend und ja, ich hoffe, es war kein Fehlkauf. Als nächstes habe ich Wodans Fluch von Steffen Grundi. Das habe ich mir gekauft im Zuge des Buches Hagen von Tronje. Und das soll auch so an diesen Charakter angelehnt sein. Aber es soll so eine ähnliche Geschichte erzählen. 15-jährig, also steht ganz oben links, nee, rechts. Als 15-Jähriger kommt Hagan, der burgundische Königssohn, als Bündnisgeißel an Attilas Hof. In der Völkerwanderungszeit des 5. Jahrhunderts nach Christus ist dieser Hof der Nabel der Welt. Die Herrscher kämpfen um Macht, Menschen und Magie, germanischer Götterglaube, hunnischer Schamanismus und das erstarkende Christentum wetteifern um die Gläubigen. Der düstere, einzelgängerische Hagan wird in diesen Strudel hineingerissen. Sein Schicksal ist es, der Beschützer einer großen Liebe zu werden. Ja, ich bin gespannt, ob das irgendwie oder wie weit es an das Nibelungenlied angelehnt ist. Dann habe ich eins gelesen, was vielleicht einige von euch schon kennen, weil das mittlerweile, glaube ich, auch zum Klassiker geworden ist. Und zwar Donatar, die geheime Geschichte. Da bin ich auch durch den Kanal Buchgeschichten aufgekommen. Ich verlinke euch den am Schluss des Videos. Und auch wieder in einer älteren Auflage, da mir die neue auch nicht gefallen hat. Ja, ich bin speziell. Und ja, das soll so um griechisch Studenten gehen, die irgendwie jemanden umbringen. Und die ganze Zeit soll herausgefunden werden, warum die das gemacht haben. Also der Mord passiert wohl ganz am Anfang schon. Genau, die geheime Geschichte. 5 College-Studenten begehen einen Mord. Ihre Tat bleibt unentdeckt, doch das wahre Grauen steht ihnen erst bevor. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, das ist was für mich. Das soll ja wohl sehr, sehr, sehr schönen Schreibstil haben und
von Donna Tartt habe ich bis jetzt noch nichts gelesen, weil es auch nicht mein Genre eigentlich ist, aber ich hoffe, dass es mir genauso gut gefällt wie allen anderen auch. So, dann kommen wir wieder in die Fantasy-Ecke und hier habe ich Die Dunkelelfen von R.A. Salvatore. Und auch in der Ausgabe, in der ich sie unbedingt haben wollte. Also ich war diesen Monat ein bisschen auf Ausgabenjagd. Ja, das sind die Neuauflagen von der Dunkelelfen-Reihe. Und diese Auflage hier wird nicht mehr verlegt. Die Geschichten sind, glaube ich, auch schon etwas älter. Also ich glaube, hier sind jetzt zwei Bücher drin. Also die sind hier drin immer zusammengefasst. Ja, die Geschichte ist auch schon von 1990, 92. Also da freue ich mich schon drauf, weil das ist ja auch so eine Endlosreihe und ich denke, ich werde das bald mal anfangen zu lesen, damit ich mich da so langsam nach oben tasten kann. Dann habe ich ein Buch entdeckt, da bin ich über den Kanal Litera draufgekommen. Den werde ich euch auch nochmal verlinken. Und zwar Alana, das Lied der Löwin von Tamora Pierce. Und das habe ich noch, also davon habe ich noch nie was gehört, das kannte ich auch nicht. Ich habe es bei ihr in einem Bücherregalvideo gesehen und dachte so, Mensch, das setzt du dir mal auf die Wunschliste. Habe dann auch gesehen, dass das auch nicht mehr verlegt wird und habe es dann, ich weiß gar nicht, irgendwo gebraucht gekauft. Weiß ich gar nicht mehr wo. Ich glaube direkt bei Amazon. Und hier geht es um die junge Alana, die ein langweiliges Leben als Hofdame erwartet. Seit sie denken kann, will sie am Hofe von Torthal zum Ritter ausgebildet werden. Um ihr Ziel zu erreichen, schlüpft sie in die Rolle ihres Zwillingsbruders. Doch sie ahnt nicht, auf was sie sich einlässt, denn die Ausbildung ist entbehrungsreich und gefährlich, erst recht für ein Mädchen. Ja, also ich glaube, der Roman könnte mir sehr gut gefallen, weil ich ja auch doch lieber gerne ein Junge geworden wäre und ich glaube, ich kann mich gut mit ihr identifizieren. Als nächstes habe ich von Brandon Sanderson Elantris. Das ist sein Debütroman und der soll ja auch so mega gut sein. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mit Brandon Sanderson anfange zu lesen, dann mit diesem Buch hier. Das ist auch wieder ein ordentlicher Schinken. Und ich lese mal kurz vor. Einst war Elantris, die magische Stadt im Lande Arelon, ein Paradies, in dem Menschen unsterblich wie die Götter waren. Aber dann wurde Elantris von einem schrecklichen Fluch getroffen und die vormals blühende Stadt hat sich in eine tödliche Falle für ihre Bewohner verwandelt. Kronprinz Rauden, der das Schicksal seiner Untertanen teilt, will sich und sein Volk retten, doch dazu muss er zunächst das Geheimnis von Elantris ergründen. Aufstieg und Fall einer magischen Stadt. Elantris hat Brandon Sanderson zum internationalen Fantasy-Superstar gemacht. Ja, und ich hoffe, ich werde dieses Buch feiern. Ich bin da echt drauf gespannt. Dann ist ein Manga bei mir eingezogen, und zwar The Legend of Zelda, der zweite Teil von der Twilight Princess-Reihe. Das Spiel dazu ist ja eines meiner Lieblingsspiele, oder das ist das Lieblingsspiel von Zelda überhaupt. Ich habe das neue noch nicht gespielt, darum ist es noch das. Und ja, ich glaube, es sollen 4 Teile werden und die liebe Erika hatte mir gesagt, dass das auch im Juni erscheint und ich hatte es mir direkt vorbestellt. Vielen Dank für die Info. Ruhig und friedlich verläuft der Alltag in dem kleinen Dorf Ordon in Hyrule. Link lebt hier als Ziegenhirte und ist bei allen sehr beliebt. Keiner der Dorfbewohner weiß um sein dunkles Geheimnis. Link war einst ein Schwertkämpfer, doch er hat sich geschworen, nie wieder eine Waffe anzufassen. Doch dann erheben sich die dunklen Schatten der Finsternis gegen Hyrule und Link muss eine folgenschwere Entscheidung treffen. Der Manga zum Nintendo-Spiele-Hit. Ja, und ich finde auch die Zeichnungen sind hier wirklich sehr schön gelungen. So, die Seite wollte ich. Haben wir noch was? Ja, hier mit den Wölfen. Ich finde das sehr schön. Also, da freue ich mich schon drauf. Das werde ich bestimmt an einem Tag durchlesen. Dann haben wir ein englisches Buch. Und zwar Green Rider von Kristen Brittain. Und dieses Buch ist auch schon alt. Also die Seiten sind ein bisschen vergilbt hier oben drauf. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier steht auch irgendwie
Withdrawn und ja, ich glaube, das stand mal in der Bibliothek, weil als ich das bekommen habe, war noch so ein extra Schutzumschlag, ein Barcode dran und hier nochmal so ein Label und hier ist auch irgendwie noch eine Signatur oben drin. Und ja, es riecht schön alt. Und die Reihe gibt es im Deutschen nur bis zu 4 Bänden und mittlerweile sind es aber schon 6. Und ich dachte mir, wenn die Reihe nicht weiter übersetzt wird, was sie nicht wird, denn ich habe nachgefragt, kaufe ich sie mir gleich im Englischen und da es, glaube ich, auch mehr so Richtung Fantasy-Jugendbuch geht, hoffe ich mal, dass das vom Schreibstil her, vom englischen Schwierigkeitsgrad her nicht so schwierig sein wird. Hier geht es auf jeden Fall um die junge Frau Kerrigan. Kerrigan findet einen verletzten Reiter, den grünen Reiter, und der bittet sie, in seinem Auftrag seine Mission weiter zu erfüllen oder zu beenden, und sie nimmt sich der Mission an, ja. Gerät dann von einem Abenteuer ins nächste, und ich bin da echt mal drauf gespannt. In diesem Buch hier spielen Pferde, glaube ich, auch eine größere Rolle. Ja, dann habe ich mir ein Buch vorbestellt gehabt, was bestimmt einige von euch kennen, denn die Geschichte ist, glaube ich, hier so mit die älteste, aber in einer wunderschönen Neuauflage, und zwar Beren und Lucien von J.R.R. Tolkien. Ich persönlich kenne die Geschichte noch nicht. Ich habe bis jetzt von ihm auch bloß den Hobbit und die Hälfte vom Herr der Ringe gelesen. Und ich bin hier echt mal drauf gespannt. Also wie gesagt, es ist wunderschön, mit Gold geprägt und ja. Ein dramatisches Schicksal überschattet die Liebe von Beren und Lucien. Sie gehört den unsterblichen Elben an, während er ein Sterblicher ist. In seiner tiefen Abneigung gegen alle Menschen zwingt ihr Vater, ein großer Elbenfürst, Beren eine unlösbare Aufgabe auf. Bevor dieser Lucien heiraten darf, muss er von Melkors Krone ein Silmaril rauben. Den Leser erwartet die schönste Geschichte Tolkiens. Ja, mit Zeichnungen von Alan Lee. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier direkt was Schönes finde. Ah ja. Hier zum Beispiel. Also, ich liebe diese Ausgaben und Tolkien gehört einfach in jedes Fantasy-Regal. Ja, und dann als letztes zu der Reihe hier oben. Robert Jordan, die Vorgeschichte zum Rat der Zeit. Ich habe schon gelesen, dass man das lieber nicht lesen sollte, bevor man alle Bücher anfängt zu lesen, sondern dass das für Veteranen eher so gedacht ist. Was geschah vor der Rückkehr Rand Altors, des legendären wiedergeborenen Drachen? Welche Ereignisse führten zu Rands Flucht aus seiner Heimat? Die Vorgeschichte zum Welterfolg des Rat der Zeit ist eine faszinierende Reise in die Vergangenheit, eine Zeit voll düsterer Schlachten und mystischer Magie, absolut unverzichtbar für Robert Jordan-Fans und alle, die es werden wollen. Ja, also ich bin gespannt. Hier oben fehlt dann nur noch Band 14 und ja, der erscheint im September, den habe ich mir auch schon vorgestellt. Und ich glaube, wenn ich sie komplett habe, dann werde ich sie mal anfangen zu lesen. Ja, ich hoffe, euch haben die Bücher gefallen. Habt ihr auch welche davon gelesen? Wenn ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sie fandet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.